Hallo und recht herzlich willkommen, ich bin der Arne. In diesem Video widmen wir uns des Blattgoldes oder Gold Leaf, wie der englische Begriff es zu sagen pflegt. Bevor wir starten, werde ich dir kurz erzählen, was du brauchst. Es ist nicht viel. Natürlich brauchst du Blattgold und du brauchst einen Kleber für das Blattgold. Bei dem Kleber ist es so, es gibt unterschiedliche Dinge dort. Da gibt es eine sogenannte Anlagemilch, die habe ich nicht. Bei mir ist es, ja, es ist so ölhaltig, möchte ich mal sagen. Es ist also ein Goldkleber halt. Punkt. Du brauchst natürlich einen Pinsel und du brauchst deinen Verdünner. Ich habe eine ganz liebe E-Mail gekriegt und ich möchte kurz darauf eingehen. Finde ich super, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich trage keine Maske beim Malen. Warum? Ich habe einen Verdünner gefunden, der sehr geruchsneutral ist, möchte ich sagen. Also die Verdünner riechen alle. Aber es gibt ja Verdünner, die machen richtig Kopfschmerzen. Und ich habe einen, der riecht sehr wenig. Auch den wieder, unten alles in der Videobeschreibung, kannst du dir alles nochmal angucken. Und den empfehle ich auch, weil der ist auch nicht so aggressiv. Da kannst du auch mal eine Oberfläche mitputzen, also auf dem Lack zum Beispiel. Der greift nicht sofort den Lack an. Das ist ein sehr milder Verdünner. Und wie gesagt, der riecht halt nicht so stark. Ich habe da noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar... wie es andere YouTuber auch machen. Ich habe ein wenig sogenannten Merch gemacht. Aber bei mir gibt es jetzt erstmal nur ganz simpel Aufkleber. Und zwar von dem Logo, was du immer im Abspann siehst, davon gibt es Aufkleber. Wenn du Interesse haben solltest, kannst du es gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Beziehungsweise wer schon Kontakt mit mir aufgenommen hat, kann mir auch eine E-Mail, WhatsApp. Ihr wisst, wie ihr an mich rankommt. Die Sache ist die, die kosten im Selbstkostenpreis für mich 50 Cent und die würde ich auch so weitergeben, das Stück, für 50 Cent. Am liebsten wäre mir, wenn ihr mir einen frankierten Rückumschlag gleich schickt, weil der Brief ist leider teurer wie ein so ein Sticker. Ich kann es leider nicht ändern, aber es ist nun mal so, die Deutsche Post hat die Preise mal wieder angezogen. Ich weiß gar nicht, wo der eigentlich liegt. Ich habe schon ewig keinen Brief mehr. Ihr wisst das bestimmt. Ich glaube 90 Cent oder 1 Euro kostet der jetzt oder 1,10 Euro, der Standardbrief. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's, let's go, rock and roll. Gold Leaf ist angesagt. Wir pappen jetzt einfach das Gold drauf und machen die Schrift und somit das Schild letztendlich fertig. Auch wenn ich einen Verdünner gefunden habe, der sehr wenig riecht, ich sag dir mal kurz die Gründe, warum ich unheimlich wenig mit Gold mache. Und zwar folgende Gründe stehen an. Erstmal, dieser Goldkleber, der riecht wirklich extrem. Also der macht richtig Kopfschmerzen. Also das... kann ich nur empfehlen, wirklich bei gut gelüfteten Räumen, so sagt man ja immer, am besten draußen, aber draußen ist halt doof, weil da fliegt dir das Gold durch die Kante. Das nächste ist, das Gold ist super empfindlich, also das ist immer so eine Konzentrationssache auch bei mir. Und das nächste, wenn du irgendwas gemacht hast mit dem Gold, gibt es noch zwei Schritte, die du unbedingt auf jeden Fall machen musst. Da kommst du gar nicht drum rum. Und zwar musst du immer eine Outline ziehen und am besten ist, du versiegelst es nochmal mit Klarlack. Auf dem Schild werde ich das nicht machen, weil das Schild hängt einfach nur. Aber wenn das auf ein Fahrzeug kommt oder auf einen Helm oder keine Ahnung, irgendwas, ein Gebrauchsgegenstand, wo zum Beispiel einer drauf sitzt oder so, dann musst du das nochmal mit Klarlack versiegeln. Und das sind eigentlich die Gründe, warum ich so gut wie nie, aber wirklich auch nie mit Gold arbeite, mit Blattgold arbeite. Und das wirst du mit Sicherheit auch gleich sehen, dass ich da nicht der Vollprofi bin. Ja, das mache ich speziell, weil es gefordert wurde und weil ich gesagt habe, okay, ich zeige euch das mal. Ich bin da aber kein Vollprofi drin. Ich kann das, ja, ich kriege das Gold da auch drauf, überhaupt kein Thema. Aber ich bin da halt kein Vollprofi drin. Das nächste ist noch dieser Kleber, wenn du den aufgestrichen hast, da hast du eine elendig lange Wartezeit. Und zwar zwischen 30 und 45 Minuten musst du warten, dass der angezogen ist. Und dann nimmst du die Rückseite deiner Finger, streichst da drüber. Und das muss noch ein wenig kleben. Am besten ist, wenn dieser Kleber quietscht. Dann ist es soweit, dass du das Gold da drauf machen kannst. Und diese Wartezeit ist natürlich total ätzend, weil was will man in 45 Minuten machen? Da kann man eigentlich, keine Ahnung,
Ja, kannst du für deine Frau eigentlich ein schönes Gericht kochen oder so. Die freut sich dann mal, ja, wenn sie verwöhnt wird. Wie gesagt, das sind so die Nachteile davon. Aber jetzt würde ich sagen, hier genug geschnackt. Rock'n'Roll ist angesagt. Ich habe jetzt voll Bock, das Ding fertig zu kriegen. Und das machen wir jetzt auch. Also, Gold Leaf und auf geht's. Ja, meine lieben Freunde des Custom Paints, des Pinstripings und des guten Geschmackes natürlich. Nächster Schritt ist Outline ziehen. Das mache ich als nächstes. Und du hast es sicher gesehen, das ist auch nicht ganz einfach, weil dieser Kleber, diese Suppe, die ist einfach mal durchsichtig. Ja, da kriegt man schön schnell Augenleiden, Augenkrebs, wie auch immer. Dann werde ich noch ein paar Linien drauf ziehen und dann ist das Schild als solches fertig. Und du wirst dich sicher fragen, hey, was steht denn da im Hintergrund? Ja, das ist schon mal das, was im nächsten Video kommt. Freut euch auf nächsten Sonntag, denn nächsten Sonntag ist das, was ich angekündigt habe. Da kommen nämlich die Stifte. Ich werde die Stifte testen und du kannst dir das gerne angucken. Ja, ich freue mich auf ein nächstes Video. Denk immer dran, mittwochs kommen immer die kleinen Infos für dich, speziell um mein ganzes Thema hier, Kreativität. Da habe ich immer so alles reingepackt, was so gerade abgeht bei mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich riesig und ich freue mich, dass mein Schild so geil fertig geworden ist. Ich zeige es nochmal im Abspann, ganz groß und ganz langsam, damit du dir einen Überblick verschaffen kannst. Somit bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, wie immer, locker durch Schlüpfer atmen, immer kreativ bleiben, immer geile Ideen ausbrüten, geile Fragen stellen, Anregungen. Ich wünsche euch alles Gute, bis demnächst und tschüss.